habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir sind nicht dafür ausgestattet, Poison Ivy einzusperren. Sie bleibt ja nur noch ein paar Stunden hier. Dann wird sie nach Blackgate verlegt. Klar, wenn sie vorher die Polizeiwache nicht zum Einsturz bringt. Okay, Donutfresser. Bringt ihr Ivy jetzt zu mir oder muss ich mich selbst auf den Weg machen? Wie ihr wollt. Auf dem Weg! Herzlich willkommen nochmal zu Batman Arkham Knight. Wir spielen das Harley Quinn DLC Pack, das ja bei der Erstausgabe dabei war. Ich habe vorher gelesen, dass es ziemlich kurz sein soll. Oh, mein Baseballschläger. Und jetzt gucken wir mal, was sie so drauf hat. Die kleine Irre. Jokers Freundin. Na. Ja, mit dem Baseballschläger klappt das schon besser. Ach, ihr steht wieder auf. Alle beide müssen. Baseballschläger. Ach, da noch einer. Ach, du trittst Mädchen? Freundchen, du trittst Mädchen? Naja, wir wollen mal schauen, ob es wirklich so kurz ist. Hör gefälligst auf, herumzutrödeln. Wir müssen Poison Ivy sofort nach Gotham bringen, wenn wir Batman vernichten wollen. Halt den Schnabel, Spatzenhirn. Vergiss nicht, ich helfe dir und Scarecrow nur, damit wir Batman töten können. Oh, oh, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen, was? Gut, jetzt beeil dich und such Ivy. So, schauen wir mal, was die... Was ist das denn? Ist das der Drogenmode? Was hat sie so ein Inventar dabei? Noch gar nichts. Aber schau mal. Schlingenfalle, Lachgas und Springteufel. Okay. Ach Mist! Ich hab hier Cops an einem Ende und ein Tor am anderen! Du nutzloses Flittchen! Einer meiner Männer hätte diesen Job erledigen sollen. Ich hab Scarecrow gesagt, dass du nichts als Ärger machst. Hör auf zu jammern, alte Frau. Ich hab noch ein paar Tricks auf Lager. Oh, das glaub ich gern. Bäh. Ich sollte aus dem Weg gehen. Ich hab auch irgendwie... Was war das? Will uns da wer verarschen? Wo kommt das her? Muss schon sagen, beeindruckend, wie du dich vorgeschlagen hast. Ein Mädchen wie dich könnte ich gut gebrauchen. Kein Interesse. Mit dem Springteufel, okay. Liebes, was wirst du mich kosten? Sag's mir. Ich bin nicht käuflich, Pinguin. Für kein Geld der Welt. Vor allem nicht von Leuten, die meinen Pupi umbringen wollten. Dein Pupi sieht jetzt die Radieschen von unten, Quinn. Und ich kann dir einen Job geben. Also, was ist der Preis? Du könntest es dir nicht leisten. Außerdem bin ich nur einem treu. Das werden wir noch sehen. Na, ja, wahrscheinlich wieder ein Springteufel. Ah, der Joker würde es lieben. Wo hat die denn versteckt? Unter ihrem Röckchen oder wo? Leise gehört nicht zu meinem Vokabular. Wann holen Sie diesen Emmy endlich? Ich will nach Hause. Okay.
überlebt noch eins. Na, geh rein, komm. Okay, dann killen wir sie halt alle mal mit Springteufeln. Ah, da sind noch welche. Was ist denn der Chaos-Mode? Alter, wie ist die denn drauf? Kleine Mädchen, mein Gott. Mal Lachgas. Wir werden ja nicht hier reinschießen, oder? Oh, hier drinnen kann ich gar keinen Springteufel setzen. Ne? Spielen wir etwas? Setzen wir schnell noch einen. Hierher, kleines Bullenschweinchen. Oh. Sei schön brav. Ah, 2 von 3 ist schon mal nicht schlecht. Von hinten geht das? Der geht hoch. Dann schleich mir immer hinterher. Da unten sind noch 2, aber jetzt holen wir uns erstmal den. Du brauchst mich. Ach, da geht's wieder ganz runter. Hier unten noch einer? Ja, da hinten. Kommen wir da hin? Ja, da kommt. Nee. Na, wo komme ich hier raus? Glaubst du wirklich, dass Scarecrow Batman ausschalten kann? Ist ein Versuch wert! War's das schon? Sind die ausgeschaltet? So, haben wir noch einen? Da oben ist doch noch einer. Da hinten turnt er rum. Geh einfach zum Computer und finde Ivy.
Warum sagst du das denn nicht gleich? Sis. Nein, nicht der Computer, natürlich der andere Computer. Bevor Scarecrow sauer wird. Das wollen wir beide nicht. Nein, wollen wir nicht. Ob Scarecrow dich rupfen würde? Gelange über den Aufzug in den Keller. Machen wir doch. Ach, schon wieder Rasselbande. Oh, die geht ab. Mädchen. Ja, vom Kampfsystem ist es genauso wie bei Batman auch. Na, das Schild kriegt man aber mal mit Baseballschlägern. So, das war's schon. Mädchen. Der nicht? Den da? Oder erst drücken? Erst drücken natürlich. Das? Ja, Tatsache. Hey Butterpot, was will Scarecrow eigentlich mit Pammy? Was tut das für Sache? Wenn Scarecrow sagt, wir brauchen Ivy, um die fliegende Ratte zu töten, dann brauchen wir Ivy. Hey, von einer fliegenden Ratte war nie die Rede. Was für eine Ratte überhaupt? Es ist Batman, der sterben soll. Den meinte ich, Harley. Den meinte ich. Reiz und die menschenfressende Pflanze. Okay. Ich kann einfach nicht. Ah, die holt sie sich, okay. Auch gut. Was haben wir denn hier? Ja, ist denn da drüben noch welche? Jo, sind da schon mal welche weg. Kann man die noch mal reizen? Ja, eher nicht, ja. Na, Harley, du sollst da reingehen, komm.
Es ist mir wichtig, dass du all das hier überlebst. Das glaube ich. Jetzt geht er auch noch hoch. Ja, den kriegen wir doch. Oh, das wird wehtun, wenn du wieder aufwachst. Da ist noch einer. Oh. Das sind ja noch welche. Komm, weg, Harley. Geh da rein. Diese Gitter wird sie nicht mehr nutzen. Ich krieg dich, Quinn. Das war blöd. Die anderen haben mich ja noch gesehen. Das sollte helfen. 3, 2. Ach, jetzt kommt wieder 1. Eure Brandbombe da, oder? Ist das eine Fangfrage? Die mag ich nicht! Wo steckst du? Verdammt nochmal! So, habt ihr euch wieder verteilt? Nee, noch nicht, gell. Ja, dann würde ich sagen, dann setzen wir doch nochmal ein paar... Hört euch meine Musik an! Hey, die Melodie erinnert mich an meine Kindheit. Na ja, der erste kommt schon. Das kleine Schweinchen machte Bum Bum! Da kommt der andere jetzt auch. Officer am Boden! Komm, der schießt doch auf dich. Harley, da musst du aufpassen. Ah, da kommen schon wieder 2. Jemand sollte das GCPD anrufen. Die wissen mehr, als sie uns mitteilen wollen. Das kleine Schweinchen mochte Musik. Alle 2 Deppen. Witzig. Ach so, schon erledigt. Sichere den Keller. Was gibt's denn hier noch? Ja. $1 Million und du arbeitest für mich. Ich bin in festen Händen. In den Händen einer Leiche. Das ändert nichts. Quinn, beweg deinen Hintern. Meine Männer haben Nightwing draußen gesichtet. Und? Du willst weitere Komplikationen sicher vermeiden. Au contraire, Pinguin. Wie der Joker zu sagen pflegte, wenn es nicht kompliziert ist, macht es keinen Spaß. Ah ja? Ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß. Er war so tiefgründig. Ja, wo lang? Tür? Hey, Pammy! Harley, du willst mich befreien? Wieder mal. Los, wir haben sie umzingelt! Ich mach dich fertig! Chaos-Mode. Nimm das! Ja! Oh, das, jo. Ach, Nightwing kommt. Endstation, Quinn. Bad Night! Nightwing. Hoffentlich mag's den Knast, da geht es nämlich hin.
Man darf das Gesetz nicht in die eigene Hand nehmen, weißt du? Ah, das war nicht über den Tja, Nightwing, so schönes Mädchen hast du noch nicht gesehen, ne? Ach, das war nicht gesprungen, Harley. Hahaha. Ach, da kommen ja noch welche runter. Du bist irre. Wir sperren dich ein, du bist ganz schön aufdringlich. Ach, das wird schwierig. Diesmal bist du zu weit gegangen, Harley. So, da kommen immer wieder neue und du musst dann Nightwing von hinten immer. Ah, jetzt hat er sich wieder umgedreht. Glaubst du etwa, du kannst es mit uns aufnehmen? Wirf deine Waffe weg! Schnappt sie euch! Verschwindet endlich! Du weißt es nicht. Jetzt einmal noch und dann bin ich tot. Für wen arbeitest du noch? Ja, das war's schon. Hat er mich erwischt. Ich hab's zwar gar nichts gehört, aber gut. Soll ihm gegönnt sein. Sieh dich an. Genauso nutzlos wie der Joker. Zu schade, dass ich ihn nicht selbst töten konnte. Ach, Koppelpott, komm. Ja, ist der gute alte Nightwing der Bossgegner. Endstation, Quinn. Bad Night. Night. Ich bring dich. Hast du Probleme mit der Aggressionsbewältigung? Bimba. Du bist ewig einzeln. Du missbrauchst das Gesetz, Nachtvogel. Ist wohl anders ohne den Du Körper, hast das Recht, mich in Ruhe zu lassen. Du bist nicht weiter als ein langweiliger Sidekick. Für wen arbeite ich? Mann, du hast echt einen Schaden. Ach, Nightwing. Ein bisschen Irre hat noch nie geschadet. Na, jetzt stehe ich aber gefährlich. Also zwei Schläge gehen, wenn er sich rumdreht. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Willst du etwa das Gesetz schützen, indem du es brichst? Seht diese Irre aus Gotham fest! Runter auf die Knie und heb die Arme hoch! Mann, raus! Du bist verhaftet! Du bist der liebe Freundchen. Ach, Harley, wo springst du denn hin? Da guckst du, Nightwing, hä? Ja? Keine dreimal, Harley. Mensch.
hast dir ganz schön Ärger eingehandelt, junger Mann. Oh, du schon wieder. Mann, du hast echt einen Schaden. Sei vernünftig, Charlie. Gib einfach auf. Wütender Drache. Nicht drei, Harley, denk dran. Willst du immer das Gesetz zwei. Schützen, indem du es brichst? Nein! Jetzt hat. Jawohl. Brauchst du Hilfe? Warum denn nicht gleich poisen? Das ist doch mal eine Ivy, Überraschung. Mensch. Jetzt schnappt ihr Ivy und bringt sie raus. Da wartet ein Wagen auf euch. Scarecrow wird erfreut sein über unsere Arbeit. Unsere Arbeit? Entschuldige mal, Butterpott. Nur rumzulabern ist wohl kaum Arbeit. Du kleine Miese. Na na, sei lieb oder es gibt keine Ivy. Komm einfach zurück nach Gotham. Los, Penny. Scarecrow möchte dich sprechen. Wie, das war's jetzt? Das war der Harley Quinn Story Pack. Ja, da haben sie vom Vorfeld nicht so viel geschrieben. Es war wirklich sehr kurz. Kämpft sich ganz witzig. Stimme ist nervig, aber ja, schon sehr kurz. Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Servus.